in deinen Augen sehen. Und ich spüre das Fieber der Nacht, so wie du. Wenn Träume wie Lichter schweben, wenn wir diesen Traum erleben, wir beide, tausendmal ich, tausendmal du, tausendmal du. Zeigt Alex meine Hände. Da geht noch was. Ich schaue in deine Augen. Dein Geheimnis kann nur ich verstehen. Und ich fühle die Sehnsucht in mir, so wie du. Ich spüre deine Wärme. Und ich glaub in dir zu vergehen. Und ich liebe das Fieber. Wir sind euch sehr dankbar, dass ihr da seid, dass ihr jetzt in die schöne Abendsonne genießen könnt, dass ihr mit Michelle schon großartig gefeiert habt. Ich habe zugeschaut von da hinten, vielleicht hast du der ein oder andere mitbekommen. Ich fand es einfach geil. Und dass wir jetzt mit euch gemeinsam diesen Abend teilen dürfen. Danke, dass ihr da seid, dass wir mit euch da sein dürfen. Da braucht gar kein Notsignal, aber trotzdem rufen wir gemeinsam mit euch S.O.S. S.O.S. Ruf mich an. Diese Nacht geht's uns wie vorüber. Zwei Uhr nachts, die Zeit steht still, wieder nichts passiert. Graues Flimmern auf dem Fernsehschirm. Ich fühle mich isoliert. Was soll ich tun? Wie kann ich fliehen vor deinem Bild in mir? Und mein Notsignal ruft dich überall. Warum höre ich nichts von dir? Wer hat die Hände frei? Super! Seit einem Jahr bist du weg von hier. Ich hab dich kaum vermisst. Jetzt wo ich weiß, was ich fühl für dich, weiß ich nicht, wo du bist. Was soll ich tun? Wie find ich dich? So kann's nicht weitergehen. Ich schlaf nicht mehr ein, manchmal möcht ich schreien. Irgendetwas muss geschehen. S.O.S. ruf mich an. Diese Nacht geht sonst nie vorüber. S.O.S.
Gedanken suchen mich. Graues Flimmern auf dem Fernsehschirm, noch immer warte ich. Was soll ich tun, wie kann ich fliehen vor deinem Bild in mir? Und mein Motiv